Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem sehr lang erwarteten Video, glaube ich. Und zwar ist es wieder ein Mealplan aus einer Klinik in der Behandlung für Essstörungen. Und den bekomme ich immer von Followern von mir bei Instagram zugeschickt. Also falls ihr in einer Klinik wart, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob ihr mir den Plan zuschicken könnt. Und eigentlich mache ich eher Umfragen in der Story, weil sonst überfordert mich das, wenn ich zu viele Details, also zu viele Infos einfach auf meinem Handy habe. Ich kann es gar nicht irgendwie orten und sortieren. Ja, deswegen wartet dann gerne nochmal ab, aber guckt immer mal in der Story vorbei, dann mache ich dazu Aufrufe und vielleicht ist dann auch die Klinik dran, wo ihr wart oder euer Mealplan. Und ja, diesmal bin ich super gespannt, oder eher gesagt, ihr seid wahrscheinlich super gespannt, weil es ein veganer Mealplan ist, was nicht ganz so oft vorkommt. Das ist jetzt eben ein Plan von einer Followerin von mir, den sie mir zugeschickt hat. Lieberweise auch nochmal ein großes Dankeschön an dich hier an der Stelle und aus der Klinik Lüneburger Heide in Bad Bevensen. Ja, die Pläne dort werden wirklich persönlich angefertigt, so wie das aussah. Also das war sehr detailliert und deswegen auch Trigger Warning hier an dieser Stelle. Es werden überall Kalorien zu sehen sein jetzt in dem Video, oder ich werde über Kalorien auch sprechen. Wenn euch das triggert, dann bitte schaltet weg, dann ist vielleicht noch nicht so das richtige Video für euch. Dieser Plan hat nämlich 2100 Kalorien für diese Person. Ob man davon zunimmt oder abnimmt, das kann ich euch nicht sagen, weil jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder braucht unterschiedlich viele Kalorien zum Zunehmen, zum Abnehmen, zum Gewicht halten. Von daher sollte euch das einfach so ein bisschen als Inspo dienen. Und sobald ihr vielleicht auch ein bisschen für euch wisst, okay, wie viel Kalorien kann ich so essen, brauche ich jetzt gerade, oder in welcher Phase ihr euch auch befindet in eurem Leben, dann könnt ihr vielleicht da anknüpfen, die Pläne nachmachen oder einfach so, ja, für alle, die jetzt keinen Klinikaufenthalt ermöglicht bekommen oder auch um euch vielleicht so ein bisschen die Angst vom Essen in den Kliniken zu nehmen, um euch Beispiele zu geben. Ja, ich hoffe, diese Videos helfen euch ein bisschen und ja, wir nehmen also auch wieder vorweg. Ich bin keine Expertin, ich habe nichts damit studiert, ich habe wirklich, also na gut, ich habe eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also ich kenne mich nicht mit diesen therapeutischen Themen aus, aber ich hatte selbst eine Magersucht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Struggeln mit Binge-Eating und Bulimie. Und von daher kann ich mich immer sehr gut eigentlich in euch hineinversetzen, weil die meisten von euch, die das schauen, natürlich ja meistens auch eine Essstörung haben, muss man dann auch einfach sagen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam da uns durchkämpfen und trotzdem einfach nie so ja, die Freude am Leben verlieren. Und ja. Genau. Ja, ich würde dabei trotzdem sagen, ich bin keine Expertin. Also, was ich sage, meißelt das bitte nicht in Stein. Korrigiert mich auch gerne, sonst, wenn ich irgendwas sage, was nicht so hilfreich ist oder was weiß ich. Ich meine, irgendjemand werde ich mit diesem Video eh triggern und jeder wird durch unterschiedliche Sachen getriggert und ich versuche einfach so gut wie möglich Dinge nicht zu sagen oder zu sagen. So, jetzt würde ich aber sagen, fangen wir an. Ich habe diese Videos immer an unterschiedlichen Tagen geschnitten. Das sage ich auch immer vorweg, weil das, wie ihr vielleicht seht, das unendlich viel Zeit sonst einnimmt und ich dann immer das ganz gerne aufteile, dass ich pro Tag eine Mahlzeit filme und ja, das dann zusammenstückel. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal unterschiedlich aussehe, das Wetter unterschiedlich ist oder whatever. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich an. Ich zeige euch eben einfach mal, was es so zu essen gab, sag kurz was dazu und dann zeige ich euch, wie es zubereitet wird. Und ja, genau, seht euch jetzt schon mal ganz viel Sonnenstrahlen. Ja, fühlt euch gedrückt, ihr schafft auch einen Weg daraus. Ich sage immer wieder, habt einfach ganz, ganz viel Geduld auch mit euch. Es gibt keine Pauschallösung außer Essstörung heraus. Es gibt nicht von heute auf morgen raus, es ist ein langer Weg. Und wenn ihr dieses Video schaut, seid ihr wahrscheinlich schon auf einem guten Weg, weil ihr Hilfe annehmen möchtet oder überhaupt euch für das ganze Thema Klinik, Meal Plans interessiert. Und auch das einfach, seht das schon mal als kleinen Erfolg an. Da ist nicht jeder an dieser Stelle zu sagen, okay, ich bin bereit, jetzt hier gesund zu werden oder mich an solchen Meal Plans zu orientieren. Deswegen seid auch für solche Schritte einfach unglaublich stolz auf euch. Wirklich, das ist nicht nur mal so eben gesagt, sondern das ist wirklich was, worauf ihr stolz sein könnt. Also tut das und jetzt geht's los. Dann kommen wir zum Frühstück. Ich habe hier wieder auf dem Handy meine ganzen Pläne oder habe den Plan hier auf dem Handy. Werde ich das aber nochmal einblenden und es gibt Frühstück. Hafermilch? Nein, es gibt hauptsächlich Haferflocken, also 6 Esslöffel Haferflocken. Dann ein Becher Hafermilch, das werde ich einfach so ungefähr mit den Kalorien anpassen. Dann 3 Teelöffel Erdnusscreme. Ich habe gerade zum Beispiel noch Haselnussmus da, das werde ich nehmen anstatt Erdnusscreme oder was auch immer ihr vielleicht zu Hause habt. Und dann ein Stück Obst und da steht eine Banane.
Genau, das klingt nach einem sehr, sehr guten, ausgewogenen, sehr leckeren, auch für zu Hause geeigneten Frühstück. Und ja, bereiten wir das mal zu. Dafür brauchst du auch wirklich gar nicht viel, außer einmal Haferflocken, dann Haferdrink, eben Haselnussmus oder irgendein Nussmus eurer Wahl und eine Banane. Hier habe ich auch die Hafermilch übrigens auch mal wieder einfach so ein bisschen abgeschätzt. Ich dachte mir, ja komm, das ist jetzt eigentlich relativ egal. Und so sieht es eben gut aus, dass es jetzt auch ein bisschen einweicht und ziehen kann. Große Nusscreme-Liebe. Oh, ich freue mich jetzt so darauf. Ich habe gerade eben schon die ganze Zeit ein bisschen Haselnussmus gesuchtet, weil echt Nussmus. Deswegen ist es auch echt ein geiles Frühstück. Und dass die halt auch einfach in der Klinik Nussmus haben, das ist nicht so oft. Also das finde ich schon wirklich richtig, richtig cool. Und ja, eben auch so Hafermilch und sowas. Also klar, das gibt es vielleicht auch schon in ein paar anderen Kliniken oder auch wenn man jetzt nicht sich komplett vegan ernährt. Aber ich finde das so eine legitime Ersatzweise jetzt zu Milchprodukten. Und das, finde ich, sollte es schon in mehr Kliniken geben. Ach, hier die Kombi mit Banane. Hm. Hatte übrigens noch gar nicht diesen Haferdrink von Rewe. Und der ist echt gut. Ich bin ja sonst mal so Team Mandelmilch. Aber auch der Haferdrink, sehr, sehr lecker. Überhaupt auch Haselnussmus ist auch so mit meiner Lieblingsnussmusse. Merkt euch das. Ja, also ein super, super leckeres Frühstück. Kann man sich einfach so easy zu Hause nachmachen. Vielleicht auch irgendwie Haferflocken gegen Müsli austauschen. Verschiedene Milcharten nehmen, verschiedene Obstsorten, verschiedene Nussmussorten. Und ich glaube, dann habt ihr erstmal eine gute Vielfalt an Frühstücksideen für euch. Ja, genau. Also Frühstück gibt schon mal einen klaren Daumen hoch. Super süß gibt es auch ein kleines zweites Frühstück. Und das ist auch wirklich nur ein Knäckebrot mit Hummus. Da wird eben ein Knäckebrot gerechnet und ein Esslöffel Hummus da drauf. Also super easy, super schnell und auch sehr, sehr lecker. Ja, und das ist es dann auch schon. Also einmal ein Knäckebrot. Ich habe hier ein leckeres von Vasa. Da könnt ihr dann auch verschiedene Sorten nehmen, gibt es ja eine Menge. Und dann hatte ich hier so Hummus zum Anrühren noch da. Hab den jetzt einfach mal angerührt und dann kommt jetzt ein Esslöffel drauf und fertig ist es. Cheers auf die Hummusliebe. Und Mittagessen gibt es eine normale Mittagsportion, die hat so um die 550 Kalorien dort. Das kann ich natürlich jetzt nicht genau treffen und ich werde es jetzt auch nicht alles on point abwiegen, aber ich habe mir einfach ein Mittagsgericht aus der Liste rausgepickt, die ja so als Beispiel war. Und da gibt es jedenfalls immer halt dann eben ein veganes Gericht und oft auch irgendwie, also vegan, vegetarisch und normal. Richtig, richtig gut. Und ja, da gibt es auch nicht irgendwie so wie in anderen Kliniken noch irgendwie Salat oder Nachtisch. Zumindest wurde mir das, also stand es nicht auf dem Plan. Wahrscheinlich kann man das, Entschuldigung, auch mit dazu essen, aber es stand jetzt nicht explizit drauf. Dadurch gibt es jetzt nicht, sondern einfach ein Mittagsgericht. Und ich habe mir, oh wie schön gerade die Sonne hier in mein Gesicht scheint. Ich habe mir eine Reispfanne rausgesucht, so also eine asiatische Reispfanne mit mariniertem Tofu. Und genau, ich werde das jetzt so ein bisschen abändern mit den Zutaten, die ich zu Hause habe. Und die, da muss ich nicht noch alles dazu kaufen muss, aber ich zeige euch jetzt mal, wie wir das so zubereiten. Als erstes bereite ich dann auch erstmal den Reis dafür zu. Muss ich sagen, das wiege ich auch wirklich ab, weil ich finde es ganz schwierig, Reis abzuschätzen. Tassen sind immer mal unterschiedlich groß und mit Esslöffeln habe ich da noch keine Angabe gefunden. Deswegen werde ich jetzt 120 Gramm Reis, weil das ja sozusagen als Hauptmahlzeit ist, nehme ich dann so zwischen 100 und 120 Gramm. Vor allem darf ich sozusagen halt Trockengewicht, also nicht wenn es dann gekocht ist, sondern trockener Reis, 120 Gramm. Mal schauen, wie viel es ist. Zu viel. Das waren ja fast. Ah, okay. Also vielleicht könnt ihr euch ein bisschen jetzt orientieren, wenn ihr eine große Tasse habt, dann ist es so eine halbe große Tasse. Und dann ist wichtig, den Reis auch erstmal zu waschen. Ihr könnt natürlich übrigens eine Reissorte nehmen, die ihr möchtet. Also
jetzt mal so hier à la Kim Rezept, einfach eine Reissorte, die ihr da habt, die ihr möchtet, die erstmal gründlich waschen und dann mit Wasser aufkochen. Dann zum Reis, eigentlich auch super einfach, habe ich mir jetzt hier so einen asiatischen Mix geholt in einer Kokoscreme. Ist dann egal, ob süß-sauer oder Kokos oder ja, einfach so ein Gemüsemix. Da müsst ihr auch nicht asiatisch nehmen, könnt ihr auch immer noch irgendwas anderes nehmen. Und dann eben einen Räuchertofu, den ich jetzt dann auch einmal anbraten werde. Ich brate auch erst den Tofu an und dann die Pfanne. Genau, ich glaube, es macht mehr Sinn. Also jetzt erhitze ich hier einmal eine Runde Öl. Ich habe Rapsöl zum Braten und dann habe ich hier die Hälfte vom Tofu in feine Scheiben oder halt da so ein bisschen Scheiben geschnitten. So, es brutzelt jetzt schon mal gut und dann lösche ich das gleich einfach noch mit ein bisschen Sojasauce ab, wenn es angebraten ist. Und jetzt werde ich auch genau in der gleichen Pfanne einfach jetzt noch das Gemüse reinschmeißen. Ich werde jetzt, denke ich mal, die Hälfte nehmen, weil hier ist ja auch nur Öl und Soja zu tun, das passt. Also cheers, here we go. Eine richtig leckere Reisportion und ich bin mal gespannt auf das Gemüse, weil das kenne ich noch gar nicht, das von Rewe. Ich hatte mal das von Frost da, aber die Sorte hatten sie nicht da, also das Asia-Gemüse, aber die sieht auch gut aus. Also cheers. Auch echt lecker. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Sojasauce drüber für mich, weil ich brauche es einfach immer ein bisschen salziger. Und ja, das ist lecker. Und das ging ja jetzt wirklich flott. Also der Reiskochen ist halt immer so das Längste. Ich bin ein bisschen anstrengend. Aber okay, man kriegt es auch hin. Ich krieg's auch hin. Und mal gucken, wie der marinierte Tofu schmeckt. Habe ich auch einfach mal so frei nach Kopf so zubereitet, ne? Das war jetzt einfach so, kann man schon so machen. Das schmeckt aber lecker so. Ja, ich esse ihn ja super oft gerne pur. Aber auch so, sehr, sehr lecker. Und demnach ein sehr gelungenes Gericht. Immer stolz auf mich, wenn ich so leckere Sachen zaubere. Freue ich mich jetzt drauf. Und ja, genau. Also da habe ich euch auch ein paar Varianten gesagt, wie ihr es so ein bisschen austauschen könnt. Und dann habt ihr eine ganz normale, schöne Mittagsmahlzeit. Ich blende euch ja auch nochmal den Plan immer ein. Dann habt ihr vielleicht noch ein paar mehr Beispiele. Oder eben auch in meinen anderen Meal Plans. Da habt ihr ja noch ganz, ganz viel Inspo. Und ja, genau. Auch nochmal eine kleine Kaffeemahlzeit. Das ist wieder Sojajoghurt, also eine Portion Sojajoghurt. Dann, das ist eine Portion, sind 6 Esslöffel. Aber ich frage mich, wie die dann auf 60 Kalorien kommen. Also das kommt irgendwie in meinem Kopf vielleicht nicht hin, aber vielleicht passt es auch. Naja, ich werde mir einfach an 6 Esslöffeln orientieren. Dann einen Teelöffel Erdnusscreme, nämlich wieder Haselnussmus und ein Stück Obst. Ja, ganz, ganz simple Kaffeemahlzeit. Das ist ja jetzt wirklich auch nur noch so ein ganz kleiner Snack. Also einmal Sojajoghurt, Apfel und wieder Nussmus. Ja, und fertig ist es dann auch schon. Eben 6 Esslöffel Sojajoghurt, einen Teelöffel Nussmus und ein Stück Obst. Und auch da vielleicht jetzt für euch Zuhause-Version, finde ich, kann man das auch voll gut irgendwie Sojajoghurt mal durch einen anderen Joghurt ersetzen. Also gibt ja auch noch genug Kokos, Mandel, Hafer, whatever. Dann eben wieder anderes Obst, anderes Nussmus und ja, wirklich sehr, sehr leckere, kleine, feine Zwischen-Kaffeemahlzeit. Zum Abendessen, ein veganes Abendessen, gibt es jetzt ganz lecker 3 Scheiben Brot, also ein Körnerbrot und dazu Hummus und Guacamole. Da habe ich einfach keine Guacamole gekauft, sondern Avocado und kann man ja selber so klein machen und aufs Brot machen. Das ist ja auch gut. Und dann einfach 2 Esslöffel oder sowas ungefähr schätzen, kriege ich hin. Und dazu noch Brokkoli. Ja, also keine Ahnung, wie jetzt Brokkoli ist, sind 2 Portionen Brokkoli, irgendwie 100 Kalorien. Also es wird dann schon ein bisschen mehr eigentlich sein, weil... Also, keine Ahnung, das habe ich auch schon in einem anderen Video gesagt, dass es noch nicht online ist. Nee, ich habe mich nämlich, glaube ich, habe es nämlich verwechselt und ich dachte, da gab es Brokkoli. Whatever. Ich finde Kalorienangaben bei Gemüse ein bisschen triggernd. Das können wir im nächsten Video diskutieren. Und ja, okay, aber es steht dort und es ist eben so. Und ich habe Brokkoli und ich liebe Brokkoli. Und deswegen gibt es auch Brokkoli. Was ich schon mal hier habe, ist eine Portion Brokkoli eben.
Und dann zwei Scheiben Brot. Ja, hier wie gesagt mache ich jetzt aus der Avocado einfach Guacamole. Und Hummus. Ah ja, übrigens, es steht da 3 Scheiben Brot, aber ich gehe davon aus, dass es kleine Scheiben Brot waren, weil dort eine Kalorienangabe von 300 stand und hier hat eben eine Brotscheibe 150 Kalorien. Also nehme ich jetzt eben 2 dafür. Ja, nur als kurze Erklärung. Ich habe jetzt hier so einen pikanten Hummus und da gibt es jetzt 2 Esslöffel von. Reife Avocado und nehme jetzt hier mal so einen Esslöffel. Sieht auch gut aus. Und fertig. Und somit auch wieder ein perfektes, leckeres, veganes Abendessen. Das zeigt ja, wie lecker es einfach sein kann. Vor allem Hummus ist ja eh ganz, ganz große Liebe. Und 2 Esslöffel ist eine sehr gute Menge für so Brote. Das ist schon mal sehr lecker. Schau mal, was meine Avocado hier kann. Ich habe da einfach noch ein bisschen Salz drauf gegeben und fertig ist es. Habe leider kein Avocado-Gewürz mehr. Das wäre natürlich noch mal besser. Aber ich finde, das sieht man halt, man muss jetzt nicht unbedingt immer Guacamole kaufen. Natürlich könnte man es auch selber machen. Ich hatte aber leider keine Zitronen mehr da und habe nicht dran gedacht. Ich mache halt so ein bisschen die praktische Version hier von dem Video, weil man hat ja auch nicht immer so viel Zeit, sich das alles zu machen. Ist aber trotzdem lecker. Avocado ist einfach lecker. Und das ist dann auch das Abendessen, was es dort gibt. Also denk mal, das kann wechselt dann halt auch immer mal so ein bisschen. Und gibt ja auch mal verschiedene Pläne. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr leckere Variante. Und mal wieder der Klassiker, das Outro vergessen. Also ich hoffe, euch hat der Meal Plan so gefallen. Er konnte euch weiterhelfen. Und jetzt auch noch mal ganz kurz zum Thema veganer Meal Plan. Es gibt schon einen Grund, warum in vielen Kliniken vegan nicht angeboten wird und für mich ist es auch ein sehr plausibler Grund, dass viele sagen, ja okay, es ist nun mal so, dass Personen mit Essstörungen oft vegan als gesünder einstufen, sich deswegen vegan ernähren wollen und sagen, ja okay, nee, ich mache das nur wegen den Tieren etc. Es gibt sicher Leute, die vegan sich ernähren und das nicht aus Essstörungsgründen machen, aber das finde ich mal ganz schwer zu differenzieren, deswegen seid da bitte ganz ehrlich zu euch und ja, vielleicht da auch während der Recovery-Zeit einfach ein bisschen offener und euch zu sagen, okay, hey, ich gucke, dass ich danach dann vegan werde, aber werde erstmal gesund. Aber das ist natürlich jedem ganz, ganz individuell überlassen, macht das, wie ihr es für euch richtig haltet, aber natürlich auch einfach in Absprache mit euren Ärzten, Therapeuten, mit eurer Klinik und schaut, was für euch da sinnvoll ist. Ich finde es aber trotzdem schön, dass es endlich mal Kliniken gibt, die eben auch vegan anbieten. Aus den eben genannten Gründen, dass viele sich einfach auch aus ethischen Gründen vegan ernähren und das eine sehr gute Option ist. Ja, genau. Also ergänzt gerne oder wenn ihr noch weitere Meal Plans wollt, dann kommentiert es auch immer gerne. Und jetzt in Austausch in euren Kommentaren. Ja, es sind eure Kommentare. Und ja, ich freue mich. Guckt auch sonst die ganzen Playlists nochmal an zum Thema Essstörung und auch auf Instagram werde ich immer wieder zu dem Thema auch noch was machen. Also ja, genau. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Ich wünsche euch wie immer ja, ganz, ganz viel Kraft, ganz viel Energie und dass ihr ja so gut wie möglich aus eurer Essstörung herauskommt. Ich weiß immer wieder so, ich kann es nur sagen, es ist ein langer Weg und ja, seid lieb zu euch selber. It takes time und ja, fühlt euch ganz fest gedrückt und vor allem auch ganz doll verstanden. Es ist nicht einfach und ja, ich glaube an euch.